Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity weiterhin mit Spawny und Phil natürlich. Und wir machen hier kurze Pause. Wir waren jetzt zwei Folgen dabei. Hier könnt ihr euch das oben mal angucken. Sieht schon sehr nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Kleines Wirrer, aber ich bin mal gespannt. Ja, ich würde sagen, wir gehen bei Phil in die Millionenmetropole. Und gucken uns die Massenorgie bei Phil mal an. Und so kann ich nämlich mal ein bisschen in meinem Kopf rattern, wie ich das nächste weiterbaue. So, 1.107. So, da bin ich wieder zurück, Leute. Wir sind bei Phil. SimCity lernt es. Jetzt geht's. SimCity lernt es nicht, aufzuhören, meinen Rechner abzutasten. Ja, bei mir hat er 998.000, Leute. Wir werden jetzt ganz kurz die Zeit hier mal schnell laufen lassen und werden uns die Millionen angucken. Gib mir die Millionen. Give me your million. Alter, das sieht echt geil aus, Phil. Da geht noch viel, viel mehr. Ja. Wasser, Krankheit, 41 Tote pro Tag. Wir scheißen auf die Menschheit. Ja. Ihr dürft ja auch umsonst leben. 999.801. Und hier ist nichts. Oh, sie fahren aber so langsam Auto bei Phil. Ja. Aber ja, guck mal auf die Verbrecherkarte. Die Verbrecherkarte. Alles Verbrecher. Verbrecherkarte ging bei Polizei und dann... Ach du Scheiße. Alles Verbrecher, die fahren. Scheiße. 999.999.999 steht hier, ohne Scheiß. Guck dir das Video an, Phil. Das ist kein Scheiß. 1.494.000. Er hat es erreicht. 1 Million Metropole haben wir... Nein, 995.000 nur noch. Ja, da sind 5.000 Leute krepiert wahrscheinlich. Ja, Verbrecher auf freien Fuß 4.833. Wie soll man eigentlich dagegen ankommen? Geht nochmal. Es ist krank, Leute. Da war alles Verbrecher in jedem Haus. Ja, die Stadt ist klinisch tot erstens, ja. Und zweitens... Ich glaube, das hier wird die neue DayZ-Welt, oder? Das sind doch alle Zombies. Ja, ist schon sehr, sehr krank. Aber von einer Seite auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir wirklich diesmal das Ziel wirklich erreichen. Weil wenn man hier oben auf die Bestenliste guckt, dann sieht man, dass wir weltweit mit Bevölkerung, wir haben die Weltglabur auf Platz 26 zurzeit liegen. Also, wir kommen unser Ziel immer mehr unter die ersten Top 3, sollte es ja möglich sein, hinzukommen. Also, bei mir steht er jetzt bei 995.601 und steigt nicht mehr, Phil. Ja, es brennen zurzeit wieder viele Häuser ab. Aber wir haben es gesehen, die Million war drin. Wenn die nächste Million sicher ist, dann werden wir auf jeden Fall beigehen und werden uns das dann nochmal angucken, dass ihr die Zahl dann auch wirklich seht. Man muss wirklich sagen, es ist cool. Ja, und jeder wird ja ungefähr so eine Stadt bauen, ungefähr, um dass wir klarkommen darauf. So, jetzt gehen wir nach Andi. Andi hat immer noch zwei Städte, wenn ich das sehe, richtig? Richtig. Ja. In welche muss ich denn gehen? Welche ist denn die aktuelle? Meine aktuelle ist die nicht Geilhausen, sondern die andere. Genau. Gutzlingen, glaube ich. Gutzblick, ja. Genau. Was machst du zurzeit in der anderen? Farmen oder? Ja, kann man sagen. Ich lasse ihn mehr oder weniger so laufen. Ändere ich jetzt erstmal nichts in Geilhausen. Okay. Ja, hier läuft es aber auch. Man sieht, es wächst. Hier hat er die Archäologie. Hier hat er auch schon 6,8 Millionen. Sieht schon cool aus, ne? Auch mit den ganzen Schwebebahnstationen oben wieder. Ja, Schwebebahn hat Andi noch nicht gebaut in die Stadt. Damit wird er den Verkehr in dem Sinne noch verringern, aber... Ja, komplett negieren würde ich ihn damit. Ich habe so schon fast gar nichts auf der Straße. Genau. Bisschen ist hier, aber das ist ja kein Verkehr im Gegensatz zu dem, was wir schon mal hatten, ne? Genau, was aber auch der Vorteil in dem Sinne ist, weil dann deine ganzen Omega etc. ja viel besser klarkommen. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Was ich interessant finde, ist auch, dass ich dadurch, dass ich die Schwebebahn nach drüben gemacht habe, ja, fahren die nicht nur durch die Tunnel, sondern auch hier über die Schwebebahn, um in den anderen Bereich zu kommen. Genau.
Das Omega-Fabrik zum Beispiel, die Omega-Drohnen, die gehen ins Hochhaus und fahren rüber bis in die City. Genau, und das ist ja das, was ich damit meinte. Deswegen ja 4 Megatürme in jede Ecke. Weil die Leute von einem Turm zum anderen fahren dann. Und ob die erst durch den anderen Turm durchfahren müssen, Leute, ihr müsst euch das vorstellen, der Turm, wo die durchfahren, das ist wie ein Tunnel nur. Entweder sie halten da an oder sie fahren durch. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja? Also das ist ja gerade wirklich dieses absolut Geile. Und deswegen hatte ich ja diese Idee, jeden Turm in eine Ecke zu setzen. Einfach aus dem ganzen Grund, dass man damit den Verkehr ja mindern kann. Also wenn ihr immer SimCity gespielt habt und ihr habt Verkehrsprobleme, ist es, glaube ich, zurzeit wirklich ratsam, das so zu bauen. So, jetzt gehen wir noch nach Jan, hieß er. Ja, Jan, genau. Jan hat auch schon 2 Städte, aber wir müssen uns jetzt erstmal die erste angucken. Glabur-Fan Backfish. Backfish. Also die Million ist jetzt sicher bei mir. Ist jetzt sicher. Ja, Sicherheit. Ja, das ist doch sehr nice. Ja, da sieht man, die erste Stadt hier ist wirklich eine reine Geldeinnahmequelle. So wie man das, zumindest so wie ich das hier heraussehen kann. Auch schön Schwebebahnstation gebaut. Und hier unten hat er halt seine Schnellstraße. Was ich hier vielleicht noch machen würde, ist die... Ja gut, das kommt, weil er hier keine... Ja doch, hier würde ich vielleicht auch noch die Dingens weiterbauen. Die Straßenbahn, aber sonst... Ja, zum Geld einnehmen reicht es auf jeden Fall. Ja, man muss ja nicht eine Millionenmetropole bauen, wenn man Geld verdienen will. Was mich halt wirklich ankotzt, Leute, ich muss jedes Mal zurück in meine Stadt, das mache ich nicht extra. Ich muss zurück und dann kann ich erst zu der nächsten Stadt switchen. Aber es geht ja alles ziemlich schnell. Dann gucken wir uns bei Jan mal die zweite Stadt an. Und werden das mal ein bisschen beobachten. Okay. Jan hat das Prinzip von... von Phil übernommen. Mit dem Straßennetz, so quer bauen. Aber ich glaube, wenn deine Leute zu der Industrie fahren werden und das, wird dein Verkehr einbrechen. Ich glaube. Ich will mich aber nicht festlegen da auf diesem Prinzip. Also er will wohl also eine Millionenstadt bauen. Er hat jetzt hier mit Industrie und alles gebaut. So. Aber er hat das Straßensystem halt übernommen. Also ich möchte da ja nicht reinreden oder so, aber wenn du versuchst, eine normale Metropole zu bauen, also mit Gewerbe und allen Scheiß, dann ist dieses Straßennetz nicht sehr schlau, weil sich dann der Verkehr überall stauen wird, weil sie alle einen Weg nehmen. Und wenn du eine Millionenmetropole bauen willst, dann musst du auf jeden Fall ohne Industrie und ohne Gewerbegebiet müsst ihr bauen, Leute. Also auch allgemein an die allgemeinen Leute hier. Ihr müsst ohne alles spielen. Ja, und das ist halt eine reine Minusstadt, das habt ihr ja mitgekriegt bei Phil. Aber es geht ja auch darum, dass wir hier einmal uns ein bisschen höher ranken. Wanky, wanky. Genau. Also das war ja auch dieses Prinzip und einmal auch dieses andere Prinzip, um dass man nicht jeder nur eine Stadt hat. Weil das war immer, wenn ich 16 verschiedene Leute mit in eine Stadt genommen habe, war das immer dieses Hauptproblem. Jeder wollte gerne noch eine zweite Stadt bauen. Und ja. Da hatten wir uns dann lieber überlegt, ja, jeder nimmt so ein Viererfeld und dann passt das schon. Ja, was geht eigentlich hier beim Flughafen ab? Es fahren sogar ein paar Leute damit. Unser Gewerbegebiet läuft gut, unsere Casinos machen alle Plus. Ich habe jetzt meine dritte Omega-Co-Fabrik gebaut. Okay. Um noch mehr Pakete herzustellen. Ja. Wie war das nochmal? Das muss ich gerade nochmal erlegen. Dachetage war einzeln, ne? Genau, genau. Dachetage war einzeln. 8 Etagen und dann die Dachetage war es. Richtig? Richtig. So, ich komme gerade überhaupt nicht klar. So, was wir jetzt aber erstmal machen, ist, dass wir noch die Schwebebahnstation bauen. Und zwar auch wieder so viel Haltestellen, dass alles grün abgedeckt ist. Ich mache jetzt einfach mal ein komplett anderes Prinzip wie sonst. Aber ich erhoffe mir einfach dadurch
dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja, weil jeder hat zu mir gesagt, wenn du Las Vegas baust oder wenn du halt so eine Casino-Welt baust, dann entsteht immer ein Verkehrsproblem und Polizeiproblem. Ja. Und ich glaube, mit zwei Polizeiwachen gleich von Anfang an der großen, habe ich, glaube ich, nichts falsch gemacht. Natürlich sollte ich wieder irgendwo was vergessen. Tipps etc. Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich baue auch gerne um, wenn die Idee wirklich viel besser ist. Ja, das könnte auch ruhig, wenn ich von anderen die Städte zeige, wie bei Andy, wo sie da den Tipp gegeben haben und all sowas. Dann geht wirklich bei und schreibt es in die Kommentare. Es gibt bei YouTube eine Kommentare-Funktion. Auch bei mir auf dem Channel. Echt? Ja. Cool ist das denn? Aber die wird so selten benutzt. Keine Ahnung. Das ist ganz komisch irgendwie, Andy. Ich glaube, ich habe die deaktiviert. Aus Versehen. Nicht so gut, ne? Nee, also. Könnte man wieder aktivieren. Also, und dann immer antworten, ne? Also, es ist ja auch so ein Fall. Also, wenn die Fragen... Macht das schon, ne? Genau. Also, das will ich auch mal sagen. Wenn die Fragen dementsprechend sind und sowas, dann gebe ich auch eine Antwort. Aber auf manche Sachen frage ich dann sogar manchmal Andi, was soll ich da drauf zurückschreiben? Und dann, ja, durchs TS gucken wir uns in dem Sinne an und schütteln beide mit den Schultern. Manchmal ist das gar nicht so einfach, da drauf was zurückzuschreiben. Wie zum Beispiel heute hat einer gefragt bei Civilization, ob das eine erdähnliche Karte ist. Da drauf konnte man schön vernünftig schreiben. Und das war auch ein vernünftiges... Eine vernünftige Frage dann in dem Sinne. So. Und da noch. Die ziehen wir durch. Ne, die ziehen wir nicht durch. Ja? Hier fehlt noch eine Station. Ich pappe einen Eimer. Ja, machen wir es so. So, wo haben wir jetzt was vergessen? Die haben wir noch nicht miteinander verbunden. Und die. Ich glaube, wir haben alles, Leute. Wenn ich was vergessen habe, werde ich das wohl neben... Ah. Ich werde mir gleich auf jeden Fall noch ein eigenes Kontrollnet aufbauen. Hier so eine kleine Station, Leute, als Verstärkung, kann man das so sagen? Ja, dass ich nicht meins aus der Hauptstadt leer pumpe, weil das ist ja für unser Kraftwerk. Und wenn mein Kraftwerk da hinten ausgeht, dann habe ich ein Mega-Problem. So, das hätten wir. Dann können wir hier nochmal so eine Verbindung drüber ziehen. Na, das ist erstmal scheiße, das lasse ich erstmal. So, jetzt gehen wir erstmal bei und bauen Akademie. Ein Kontrollnetanlage, besser gesagt, bauen wir hier hin. Und die könnten wir eigentlich auch hier unten hinbauen. Bauen wir die mal dahin so. Ja, die wird, kriegt auch gleich volle Verstärkung. Fehlt uns eigentlich überhaupt noch irgendwas bei der Akademie, Andi? Muss ich nicht. Kannst du da noch was forschen? Ich bin in der anderen Stadt, wo ich das ja eigentlich nicht bauen wollte. Dann müsste ich da noch, mal rübergehen und müsste ich da noch mal gucken. Funktioniert nicht, okay. Lassen wir es halt, oder? Ich weiß zwar nicht, warum das nicht funktioniert. Sei jetzt verbunden. So. Hat so geklappt.
Alles klar. Sollten wir eigentlich alles haben. Also mit der Schwebebahn fahren 3000 Passagiere, Flugzeug, 180 Boote habe ich nicht. Zug 14.000, Straßenbahn 50.000 und Busse 17.000. Und Straßenbahn ist schon zu klein. Da müsste ich nochmal vergrößern. 62 Minuten Wartezeit. Aber ich denke jetzt mal, durch die Schwebebahn könnte sich natürlich die Straßenbahn auch etwas erholen nochmal. Ja. Ich habe jetzt auch gerade die Schwebebahn gebaut. Okay, dann hast du ja auch bald keinen Verkehr mehr. Ne, das hoffe ich auch. Mal eben gucken, ob mein Kontrollnet ausreicht dafür. Reicht locker aus dafür, das ist wunderbar. Gucken, vielleicht kann ich noch irgendwo einen hinbauen. Du brauchst ja nur so einen kleinen, dusseligen Verstärker bauen, ne? Ja. Und den kannst du ja auch noch updaten, ne? Du kannst ja hinten noch mal so drei Dinger ranbauen. Ja, das sowieso. Okay. Na, ich habe das am Anfang nicht mitbekommen, dass man den updaten konnte. So. Lass uns stellen neue Leute ein, ja, wunderbar. Ja, vielleicht kann ich die nächste Arkologie wieder losschicken, gucken, wie viele Verbrecher habe ich denn da drin. 79 Gefangene, wunderbar. Also ich bin jetzt schon wieder bei 161.000 Einwohner. Mach jetzt natürlich auch 9.000 minus. Also gut. So, wir müssen jetzt nochmal gucken wegen Bildung. Bildung ist nämlich ein bisschen angepasst. Wenig Omega-Lieferung, willst du dich verarschen hier, oder was? Oder wo eigentlich? 18, 27, 27, 28.600 Kissen am Tag. Alter. Ich kann es mir noch gar nicht erzählen hier, dass hier so wenig los ist. Oder kann man eigentlich mal gucken, ob Omega Cooking. Und ich habe schon 27% Wohngebiete mit dem Goldstatus. Goldmitgliedstatus. Omega-Waren über Drohnen erworben. Ohne Wetter. Das ist ja das Wohngebiet, das kriegt ja den Goldmitgliedstatus. Ja. Und die produzieren dann auch Kohle für dich. Okay. Also jedes Haus, was Goldmitgliedstatus hat, produziert 560 Simleons die Stunde. Und das mal zwei. Okay. Das muss und man. Und die Gewerbegebiete machen so 480 bis 600. Okay. Hier hat sich wieder ein Gebäude, das macht direkt 520. Was haben wir denn jetzt hier drauf gebaut, Leute? Ach, wir haben dieses Scheißteil gebaut. Ne, das Scheißteil will ich nicht. Das hat ja jeder. Wir wollen das hier haben. Holographisches Schild. So. Das ist doch viel schicker. Ja, wir dürfen natürlich noch nicht alles bauen, weil uns noch Updates fehlen in den Casinos. Ja, wir müssen jetzt auch erstmal hier den Gewinn hochtreiben. Ja, dann dürfen wir auch mehr bauen. Was sagt denn mein Megaturm? Unzufriedene Bewohner? Oh, was habt ihr denn? Och, was habt ihr denn? Ihr kleinen Schisser, wir sagen das sind ja furchtbare Grundstückpreise, wir ziehen um. Ach, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Flughafen hat 602 okay. Minuten Wartezeit. Hohoho! Mehr nicht. Mehr nicht. Ja. Wie übel ist das denn? Ja, wir sagen erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.